christliche deutsche Schule Chiang Mai ist eine der 135 anerkannten deutschen Auslandsschulen weltweit. Bei uns können Kinder vom Kindergarten an bis zum deutschen Abitur die Schule besuchen. Und wir bieten alle Abschlüsse, die Schülerinnen und Schüler auch in Deutschland haben, nämlich den Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss oder das deutsche internationale Abitur. Unsere Schule bietet den Schülerinnen und Schülern eigentlich alle Standards, die sie auch in einer Schule in Deutschland haben. Wir haben eine Sporthalle mit einem Fußballfeld, es gibt eine Schulkantine, wir haben eine Schulbibliothek und einen kleinen Schulshop. Die CDSC befindet sich in Stadtnähe, sodass man von hier aus in kurzer Zeit auch Einkaufszentren und die gesamte Stadtmitte erreichen kann. Für mich ist das Besondere an der CDSC, dass wir eine sehr gute Gemeinschaft hier in der Schule haben. Es gibt ein sehr gutes Miteinander zwischen allen Mitarbeitern, Kollegen, Lehrkräften an der Schule, aber auch zwischen den Schülern und den Lehrkräften an der Schule hier. Vieles, was hier dazu beiträgt, denke ich, ist auch einfach die Lage der Schule. Wir sind hier etwas außerhalb der Stadt, zwischen Reisfeldern gelegen, ein sehr grünes Schulgelände, was sehr dazu beiträgt, dass sich alle hier wohlfühlen. Also unsere Schule hat zurzeit so ein Baumprojekt. Da gehen verschiedene Klassen hoch in die Berge und pflanzen Bäume oder sammeln Samen. Und ab und zu gibt es dann auch so Teiltag oder Sporttag, wo die ganze Schule dann zusammen was Interessantes macht. Ich glaube, es wird mir wirklich in Erinnerung bleiben, was für tolle Leute wir hier so kennenlernen. Ich habe eine richtig gute Freundgruppe von vielen verschiedenen Ländern. Generell finde ich, machen sehr viele Fächer Spaß, sogar wenn man nicht gut drin ist. Weil ich glaube, dass die Lehrer, die wir hier haben, sehr gut sind und sich auch sehr viel einsetzen für uns. Das ist mir persönlich wichtig, dass an der Schule Begegnungen stattfinden. Begegnungen zwischen Menschen, die Jesus lieb haben, aber vor allen Dingen die persönliche Begegnung des Einzelnen mit Jesus Christus. Im Schulalltag zeigt sich das zum Beispiel dadurch, dass wir jeden Montagmorgen eine Schulandacht haben, wo es einen kurzen biblischen Impuls gibt, dass wir die christlichen Feste mit unseren Schülerinnen und Schülern begehen, wie das Weihnachtsfest oder das Osterfest. Was mir in unserer Schule sehr wichtig ist, ist, dass alle Schülerinnen und Schüler sich bei uns wohlfühlen dürfen. Dass sie sich angenommen wissen, dass sie sich geliebt wissen und mit ihren Stärken und Schwächen gefördert werden. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist selbstverständlich, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern eine hochwertige deutsche Schulbildung ermöglichen wollen. Uns ist es wichtig, dass wir sowohl in pädagogischer Hinsicht als auch in baulicher Hinsicht oder vom Schulmaterial her auf einem hohen Standard Schule ermöglichen. Wir verbinden an unserer Schule Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlicher Kulturen und natürlich auch unterschiedlicher Religionen. Alle sind angenommen und alle sollen hier Gottes Liebe erleben.